Stuttgart. Lyrik und Musik bilden ein künstlerisches Paar. Ein Paar, das vieles miteinander teilt. Bereits die Wortgeschichte von Lyrik verdeutlicht das. Bezeichnete der Begriff doch ursprünglich diejenige Dichtung, die zum Spiel der Lyra, einem Saiteninstrument aus der griechischen Antike, gehört. Ferner ist der Ausdruck Stimmung sowohl in der Musik wie in der Lyrik zu Hause. In der Musik, um die Tonhöhe von Instrumenten festzulegen. In der Lyrik, um die emotionalen Bedingungen der Produktion oder Rezeption von Gedichten auszudrücken. Wenig verwunderlich also, dass seit Achillochos, dem ersten Lyriker Europas, dass also seit dem 7. Jahrhundert vor Christus, der Produktionsstrom von Stimmungsgedichten nicht abreißt. Das heißt von Gedichten, in denen das lyrische Ich einer bestimmten emotionalen Befindlichkeit, einer Gemütsbewegung Ausdruck verleiht. Auch in dem Band Reisebriefe eines Artisten von Joachim Ringelnatz finden sich einige Stimmungsgedichte. Eines davon trägt den Titel Stuttgart. Stuttgart. Ich kam von Düsseldorf, dort sah ich Ratschläger. Ich kam nach Stuttgart, dort trank ich Steinhäger. Denn mit dem schwäbischen Wein scheint mir nicht allzu viel los zu sein. Wenigstens nicht mit dem billigen. Doch ich wohnte in dem Olga-Bau, einem Schlosse einer hohen Frau, die mir auch die besten Sorten tat bewilligen. Ach, ich schwirrte von Vergnügen zu Vergnügen, schien auch dem Publikum zu genügen, durfte über ein Auto verfügen, fuhr mit diesem herrschaftlichen Benz wie eine quietschfidele Eminenz nach Marbach an dem Hause vor, wo Kottweis Schillern einst gebor. Ging auch kollegial hinein, scheinbar schien mir alles dürftig, ernst und klein, sah mich also recht bescheiden, eilig satt, freute mich später, kannibalisch dann, über einen Brunnen zum wilden Mann, welcher wilde zwei Feigenblätter hat, und zwar nämlich eins vorn irgendwo und das andere ganz hinten vorm Popo. Kehren wir nach Stuttgart nun zurück, und wer will, der mag dort bleiben. Ich persönlich schwamm dort wie ein Schwamm im Glück, heißt, ich soff mich voll und ließ mich treiben. Nach der Wettermeldung war es kalt. Ich besuchte eine Irrenanstalt. Eine Schizophrenin sprach so wunderwirr. Ach, was ich noch alles schaute und wie fürstlich wohnte, wie gesagt, ich hier, dass ich niemals mich aufs Nachtgeschirr und auch sonst mir vieles nicht getraute. Morgen 12 Uhr lande ich bei dir. Und was bringe ich als Souvenir? Was von Stuttgart mit? Manch treuen Gruß, eine Probe des erwähnten Weines, Anekdoten und ein süßes kleines Embryo in Spiritus. Die Hochstimmung, von der das lyrische Ich angesichts seines Stuttgart-Aufenthaltes berichtet, spiegelt die angenehmen äußeren Umstände. Luxuriöse Unterkunft, kostspielige Bewirtung und Erfolg beim Publikum. Zum biografischen Hintergrund. Ringelnatz besuchte Stuttgart im Oktober 1925. Und zwar anlässlich einer Ausstellung seiner Bilder im Kunstkabinett am Friedrichsplatz, in deren Rahmen er auch als Vortragskünstler auftrat. Anscheinend unter großer Anerkennung. Ringelnatzens einzige Unterkunft und damaliger Ausstellungsort sind beide im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Der herrschaftliche Bau im Stile eines barocken Palastes, der an die aus dem Hause Romanow stammende Königin Olga erinnerte, ist heute ebenso einem Nachfolgegebäude gewichen wie das in der Kronenstraße gelegene Haus, in dem Hermann Baumgarten in den 1920er Jahren Werke der deutschen Gegenwartskunst wie die von Ringelnatz ausstellte. Folgt man dem lyrischen Ich, das sich aufgrund der Verfügungsgewalt über einen eigenen Wagen regelrecht majestätisch fühlt, dagegen von Stuttgart ins etwa 20 Kilometer entfernt gelegene Marbach, so fällt der Anschluss an die Vergangenheit leichter. Schillers Geburtshaus, in dem die Familie Mitte des 18. Jahrhunderts aufgrund ihrer prekären Finanzlage in einem einzigen Erdgeschossraum zur Miete wohnte, zeugt noch heute von einem bescheidenen Umfeld aus Handwerkern und Bauern. Gegenüber von Schillers Geburtshaus befindet sich der Wildermannbrunnen. Er zeigt die Steinskulptur einer sagenhaften Räubergestalt, die einstmals diese Gegend unsicher gemacht haben soll. Sie hält das Stadtwappen und dient heutzutage als Schutzfigur. Vor Jahrhunderten wurde sie als Verkörperung von Mars, siehe den Stock, und Bacchus,
siehe das Weinlaub, gesehen und galt als Namensgeber der Stadt. Mars, Bacchus, gleich Marbach. Anscheinend hat Ringelnatz sich von dieser raumzeitlichen Konstellation anregen lassen. Hier Schillers Wortkunst, den einfachsten Verhältnissen entwachsen, dort männliche Tatkraft, die das Kriegerische des Gottes Mars mit dem Rausch und der Ekstase des Weingottes Bacchus vereint. Alles zusammen Anlass für das artikulierte Hochgefühl des lyrischen Ichs. Ein Hochgefühl, das zentrale Motive der eigenen Dichtkunst miteinander verbindet. Weinbegeistert als wilder Mann aufzutreten, aber nicht mit Taten, sondern mit Worten, ein Wortwilder zu sein. Oder, wie es das Gedicht am Beispiel der skurrilen Souvenirankündigung Embryo in Spiritus symbolisch ausdrückt, im Möglichkeitsraum des menschlichen Daseins sprachlichen Kannibalismus zu betreiben. Vom Fluidum des Rausches umhüllt, dasjenige in literarischer Form zu konservieren, was ansonsten nicht fortleben könnte, weil es flüchtig ist und nicht aus eigener Kraft überlebensfähig wäre, wie zum Beispiel eine Stimmung.